Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Mass Effect. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind gerade auf dem Weg zu Turm 2 hier in Meridian, um die Datenzentrale zu aktivieren. Der Arsch vom Priester. Der Arsch war schon da. Nee, kommt Intro und dann stürmen wir mal rein. Die Tür zu dem Raum. Und der sieht ein Ticken anders aus als vorhin. Schwerer Beschuss! Vorsicht! Ich erfasse funktionsfähige Relikttechnologie. Wir könnten sie gegen die Cap einsetzen. Lieber nicht. Einer am anderen am besten vernichten. Oh shit. Okay, das sieht gut aus. Ich glaube, das war erstmal der letzte. Wir haben gut reingehauen hier. Das wird sowieso wieder nicht funktionieren, ich weiß es doch. Oh ne, nächste Tür. Wir müssen echt viel pflanzen. Die sehen aus wie Pilze. Große Pilze. Hat jemand einen Lichtschalter gesehen? Den schalten wir schon ein. Okay, das ist einfacher als vorher. Hoffentlich habe ich das nicht zu früh gesagt. Was zum Teufel? Übersetze. Muster 1-3. Lebensfähigkeit 56,2%. Genetische Vorlage für Tests übertragen. Haben Sie Experimente an ihnen durchgeführt? Sie haben sie entwickelt. Ich analysiere die Glyphen. Dies sind Prototypen genetischer Entwürfe. Sie wurden beständig weiterentwickelt. Mit Meridian wurde eine Spezies erzeugt, die in diesem Cluster leben sollte. Die Angara. Nichts in den Aufzeichnungen der Angara erklärt ihre Herkunft. Woher sie stammen, ist unwichtig. Es ändert nichts daran, wer die Angara heute sind. Bei Meridian geht es also nicht nur um Terraforming. Es kann Leben erschaffen. Aber warum sollte man so etwas tun? Ich kann nichts über die Absichten der Reliktschöpfer sagen. Aber wir wissen, was der Archon damit tun könnte. Leben vernichten. Helios ist ein Zuhause für die Angara und uns. Gemeinsam können wir verhindern, dass der Archon es zerstört. Wir müssen zu dieser Steuerung. Bisschen hoch. Hoffentlich gibt's einen Aufzug. Wenn wir die Steuerung von Meridian als erste knacken, sorgen wir dafür, dass der Archon sie nicht benutzen kann. Wie? John ist unser Freund. Wir müssen ihm sagen, was wir über die Angara rausgefunden haben. Ich weiß. Wir werden ihm alles erzählen. Später. Dann kann er entscheiden, wie er seinen Leuten das Ganze verkauft.
waren vorhin noch nicht da, oder? Sie haben die Systeme der Relikte hier aktiviert, Pathfinder. Der Archon muss über die Angara Bescheid wissen. Wieso? Wir müssten jetzt Zugang zu der Kommandozentrale haben. Okay, zwei Türme laufen. Wir müssten jetzt in den Hauptkontrollraum von Meridian gelangen. Die Frage ist, ob die uns so einfach hier durchlassen. Nee, der sagt schon da lang, das ist schon richtig. Oh, nicht doch. Was kann das sein? Das sieht hässlich aus. Das muss besser werden. Das tut nicht übel. Dem Archon. So, und gleich haben wir es alle. Ein Einzug durchgekriegt. Wäre geil gewesen. Das ist ein Mini, das wäre ein Verkehr. So, die Pistole über. Haben wir hier irgendwo Munition gehabt? Haben wir das gesehen? Da. Das war der letzte. So, komm. Wir müssen nicht jeden Scheiß mitnehmen. Was zu scannen? Nö. So geht's. Wir müssen uns einem dieser Türme nähern. Um den Kern von Meridian zu erreichen, müssen wir beide aktivieren. Haben wir ja schon. So. Kettausrüstung. Wieder in die Mitte. Sie haben diesen Ort tatsächlich studiert. Ich bin's echt sowas von leid, immer erst nach dem Cat irgendwo anzukommen. Wir werden nicht zulassen, dass sie die Früchte unserer Arbeit ernten. Wir müssen ja aber erstmal durchkommen. Ja, du kannst da mal platt machen. So. Dein Boss ist der Nächste. Ja,
machen wir einen Platz. Wir haben hier nicht viel Ausweichmöglichkeit. Komm schon. Nein. Boah, Schwein gehabt. Hat mir unsere Deckung nicht kaputt gemacht. So, von hier oben hätten wir auch eine schöne Position gehabt. Wir müssen weiter nach vorne, da unten ist noch was. Nein! Nein! Drecksvieh! Ja, mal gucken, wo er uns jetzt wieder rauslässt. Ah, hier kommen wir an. Schütt ja noch ein bisschen aus. Komm schon! Echt jetzt? Eine Schlacht gegen je, also jeder gegen jeden hier. Also der ist irgendwie tot. Versteckt sich da. Ja, wie sieht es da oben aus? Ich kann auch auf dich. Der nächste. Ist ja nichts mehr. Alles klar. In die Deckung. Die ist halt doch effektiver. Oh shit. Oh, Schweine. Okay, einer ist weg. Jetzt aber. Gut! Ich muss hier echt aufpassen. Ich bitte drum.
immer mehr. Seht ihr die roten Punkte da oben? Was ein Feind, ey. So, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, hier. Was erwartet uns hier? Keine Ahnung. Aber das sieht wie ein Gravitationsschacht aus. Der führt uns wahrscheinlich nach oben. Hoch in den Turm, ne? Na, da geht's. Oben müssen wir hin. Aber ich guck mal am Tacho. Ich mache hier Feierabend. In der nächsten Folge gehen wir da hoch. Und dann schauen wir mal, was wir hier mit Meridian so anstellen. Danke fürs Zusehen und bis dahin.